Hallo, 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 willkommen zurück zu 7 Days to Die Alpha 17, juhey, in der stabilen B240. Ich habe mal den Motor hier hingetan, denn das ist heute unser Medium. Strom und den ganzen Schnickschnack. Das wird lustig. Das wird glücklich. Ich würde gerne auf Beton bauen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das können wir einfach halt schon mal anschalten. Das schmilzt so vor sich hin, das ist gut. Ja, das könnten wir schon mal rausholen. Grober Schrot. Ich glaube, Munition müssen wir auch noch herstellen, ja. Machen wir erstmal Munition, damit das läuft, ne? So, fehlt noch irgendwas? Nö. Können wir Munition starten? Gute alte Muni. 89 könnten wir machen. Oder 48 Schuss. Nee, warte mal. Wie viel haben wir? Machen wir 7 Schuss, machen wir 17 Schuss. Den Rest davon. Ja, das passt. So, das wäre schon erledigt. Munition, das ist echt mit dem Schießpulver immer sehr knapp alles. Fast zu knapp schon. So, erstmal alles wegpacken, was wegzupacken ist. Matthias, moin, moin. Willkommen zurück. So, und wir machen jetzt den Strom, würde ich sagen. Was wir noch brauchen ist das hier auf jeden Fall. So, wir brauchen noch die Stahldinger, genau. Weil ich will ja schon. Nein. Nein. So. Will ja schon, dass die auf Stahl stehen, ne? So, fangen wir mal gleich an. Ne, halt, stopp. Muss erstmal gucken, wie weit ich komme. Ist da schon Benzin drinne? Naja, komm. Gib ihm. So, mache ich es mit Schalter oder mache ich es ohne Schalter? Das habe ich jetzt auch gar nicht so bedacht. Da muss ich es immer von hier aus machen, aber eigentlich ist es ja schon wie ein Schalter, deswegen. Sag ich mal Scheiß drauf. Ziehen wir mal das Kabel. Mal sehen, wie weit ich komme. Okay, hier sagt er ja, nein. Gut. Also bis hier kann ich klippen. Und es ist die beschissenste Position ever. Das ist schlecht. Wo soll ich denn hier so einen Verteiler hin tun? An die Seite, aber wenn die mir das kaputt kloppen, bin ich am Arsch. Wie wäre es da unten? Das würde gehen. Mal kurz die Nagelpistole rausgeholt. Naja, Beton mache ich später ran. Gut. Machen wir den da unten hin. So interessieren tun sich die Zombies ja wenig dafür. Soweit ich weiß, das ist auch gut, aber wenn der mal einen Kopf hinschießt, kann das Ding durchaus kaputt gehen, ne? So. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Das sieht erstmal gut aus. Komme ich über die Brücke? Bestimmt nicht, oder? Das ist schon rot. Kotzwirk. Gut, dann machen wir es hier hin oder so. Aber wenn die Zombies da reinfallen, dann zecken die das weg, ne? Hier würde, glaube ich, auch gehen. Wird jetzt nur ein bisschen kompliziert, das da ranzubringen. Oh, doch nicht. Ja, machen wir es hier hin. Oder machen wir es hier hin? Hier ist Beton. Flupp. So. Strom, 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 Strom. Wir lieben Strom. Da komme ich wunderbar ran. Und jetzt ist es eigentlich ganz easy.
Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich den Strom anfangen will. Ich würde sagen, hier so. Man könnte auch dahinter bauen. Also hier anfangen. Dann ist der Hauptdings geschützt. Das wäre vielleicht sogar clever. Kann man das... Beton braucht man dafür, alles klar. Der Boden sollte noch ein bisschen stärker sein. Oder ich bohre ihn auf und mache einfach eine Betonkloppe rein. Ist zwar bescheuert, aber ich mache es einfach so. So. Achso, ich muss sowieso Beton holen. Ach, verdammt. Irgendwie habe ich heute nicht so gut geschlafen. Aber ja, aber nein. Das dauert dann immer ein bisschen länger, bis ich wach werde, ne? So, haben wir denn überhaupt noch Beton? 65. Das ist zu wenig. 1000. Das ist doch schon was, was ich brauche. So. Wie sieht's mit Essen aus? Einen kleinen Taco? Aber erst nach der Arbeit. So, dann... Ja, dann gucke ich mal, ob ich... Wie das aussieht, wenn ich da Beton jetzt mache. Okay. Das ist irgendwie unbefriedigend. Moment. Das ist jetzt nicht so toll. Fällt mir nicht. Deswegen machen wir da jetzt Beton rein. Der Betonboden. Wunderbar. Ich mache immer eine Waffe weniger, aber bauen ist echt gefährlich, ne? Wenn man waffenlos kämpft. Was wollte ich da jetzt reinmachen? Nagelpistole. So. Dann machen wir den ersten Strom hier hin. Komme ich da noch ran? Wow, ich komme da noch ran. Das ist ja richtig geil gemacht jetzt. So, erster Strom zieht. Ich höre einen Zombie. Jetzt nicht mehr. So. Dreizehn war, glaube ich, so das Maximum, ne? Ich weiß es nicht mehr, 100% so. Wenn ich da einen hinlege, ist das... Ich zähle den hier mit. 1, 2, 3. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haben wir gesagt, ne? Wie kannst du es wagen, zu schreien? Gerade wo ich Strom bauen will. Ah, Footballer, scheiße. Wo will er denn hin? Da hinten kommt noch eine Tante. Boah, da kommen ja noch richtig viele. Was hat die mir hier angeschrieben? Naja, gut, immer ein Level, das können wir der Schreierin verdanken, ne? Kommt hier noch was aus der Seite? Irgendwo hängt da hinten noch einer fest. Na, also geht doch. Mal kurz gucken, was da sich abquält an meinen Stacheln. Na, da ist er ja schon. Mit Stromzaun wäre das nicht passiert. So. Doch, wäre es aber, dann hätte man das ein bisschen besser gehört, ne? Bzzz. Ah, so geil, der Stromzaun. So, 9, 10, 11, 12,
13. Ich glaube, bis hier ging es. Aber ich teste es nochmal. Ich zähle es, glaube ich, auch nochmal. So, also ich von hier war 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind wir jetzt. Okay. So. Was sagt das Kabel? Das Kabel sagt, hier ist Schluss. Bei 10 war das, ne? Oder 11, genau. Aber 13 toleriert er. Genau so war das. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, hier einen hinzutun? Weil da kommt ja schon die Ecke, ne? Jetzt sage mal, was machen die Zombies denn da schon wieder? Oh, das ist eine Wanderhorde! Ohne mich! Ich warte, komme, ich komme, ich komme, ich bin schon da, Zombies. Gib mir eine Waffe, gib mir eine Waffe. Oh nein, jetzt backt es schon wieder. Ich nehme die hier noch zur Sicherheit. Halt, wartet auf mich. Lass das fallen. Dreckige Militärzombies. Geil. Obwohl, das Scharfschützengewehr reicht völlig, ne? Wenn die nicht rennen gerade. Ist das total easy. Nice. Krass, er lebt immer noch. Nicht auf die Kiste schießen. Okay. Zombie-Horde ohne mich, ey. Ist ja gerade noch mal so gut gegangen. Ich konnte sie alle noch abknallen. Weil die hätte ich nur gebraucht, wenn jetzt Ferale gekommen wären, ne? Gut. Weg mit dem Dreck. Weiter geht's. Ja, doch, den Bohrer brauche ich. So. Das war jetzt die 13, ne? Jetzt ist die Frage, wo baue ich hin? Wie viel Abstand haben wir jetzt genommen? Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7er Abstand ist das, okay. Siebener Abstand, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7er Abstand. Das heißt, hier ist die Spur. Ich darf mich nicht verzählen, ne? Das ist ganz wichtig. Sonst wird es zu komisch. Gut, das heißt, der nächste wäre dann hier. Weil hier ist die Ecke. Ganz wichtig. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ich zähle es lieber nochmal. 1, 2, 3 ist klar. Dann kommt 4, 5, 6, 7. Doch, ich habe mich nicht verzählt. Alles gut. Gut, das heißt, wenn ich den jetzt hier mache, dann ist der Abstand hier sehr kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da können wir auch eine 10er machen, ne? Aber desto länger. Ja, na, komm. Machen wir hier hin. Das heißt, das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das passt. Machen wir den hier hin. Desto breiter ich es ziehe, desto besser eigentlich, ne? Weil dann spare ich diese Teile und
die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, ist nicht ganz so krass hoch. Desto weniger kann kaputt gehen. So, der zieht schon mal. Das Ding ist ja noch nicht an, aber der würde ziehen, ne? Der würde, wenn. Und hier sieht es irgendwie scheiße aus, die Ecke. Kann man das hier noch ein bisschen hochbeulen? Sehr schön. War das jetzt der hier? Ja. Und hier geht's schon runter. Das gefällt mir jetzt gerade nicht so toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Pflanze ist auch unpraktisch da. Können wir mal gleich zu Tee verkochen dann. So, ja, die müssen wir auch mitnehmen. So. Jetzt ist die Frage, na hier geht's noch, kann man es noch hoch machen? Bisschen bügeln. Aber hier ist jetzt ist halt scheiße, ne? Entweder mache ich hier schräge hin, damit die auch hier hinfinden, oder ich mache es tiefer, damit sie gar nicht erst hochkommen. Könnte man auch machen. Ich weiß es nicht. Wir machen erst einmal den Klotz. Mal gucken, ist das auch der richtige? Sieht gut aus. Nein, jetzt brauche ich doch die Nagelpistole. So, der wäre gesetzt. Jetzt haben wir hier ein Problem, ne? Das Dingens hier. So, zählen wir erstmal. 1, 2, 3. Nein, nein, halt, stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hier ist die 10, alles klar. 11, 12, 13. Bis hier könnten wir machen. Machen wir es so. Hier kann ich sogar noch wegnehmen, das ist cool. Das ist grün. Das heißt, wenn ich sage, ach nee, den will ich doch nicht hier haben, könnte ich den wegnehmen, ja, genau. So, will ich natürlich nicht. Hier sind die noch weiß markiert und hier fängt es an grün zu werden. Hier kann ich alles von der Hand wegnehmen. Ich persönlich finde ja, das sollten sie komplett abschaffen, aber ist halt für den Multiplayer irgendwas kein Plan. Dass jeder weiß, wem was gehört. So, dann zapfen wir das mal. So, das ist, glaube ich, jetzt das Maximum, ne? War das jetzt 13? Ja, ich glaube ja, ne? Ich weiß nicht, ob ich das hier stehen lassen soll, weil die Zombies ja schon ziemlich gallig sind, wenn das hier, haben sie schon kaputt gemacht, ne? Da ist das dann vielleicht auch gefährdet, ich weiß es nicht. Das muss man mal sehen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mein Gott, jetzt wird's kompliziert. Was hatte ich gesagt? 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, habe ich gesagt. 11, 12. Und hier wäre jetzt 13. Dreizehn, 12, 11. Ich mache den, glaube ich, erstmal noch hier hin. Ich könnte ihn bis dahin machen, aber ich mache ihn, glaube ich, nur bis dahin. Weil der nächste wird schon ein bisschen tricky. Ja, machen wir den hier hin. Ist das auch der richtige? Ja. So, gleich mal verbinden.
Ah, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wasser und Strom, ob das sich beißt oder so? Könnte ja sein, ne? So, gucken wir mal einfach. 1, 2, 3, 4. Hier ist 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist die 10. 11, 12. Dann mach es doch einfach 13. So. Hier will ich den hinhaben, aber wir müssen ihn natürlich unter der Erde. Das wird jetzt lustig. Ja, Beton unter Wasser trocknen. Naja, wie da auch immer das funktioniert. So, entweder kriege ich jetzt gleich den fettesten Schlag ever oder alles wird so bleiben, wie es ist. Ich plädiere auf das zweite. Achso, nee, der ist ja nicht angeschlossen, der Strom. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ich glaube, da muss ich noch einen nach unten machen, ne? Das funktioniert so nicht. Also so eine großen Zombies gibt es nicht. Die können ja einfach durchlaufen. Das ist Bullshit. Da müssen wir noch hier einen hin tun. Damit es richtig weh tut. Sogar der Meinung, ich muss noch einen weiter runter. Das ist nur dieselbe Ebene, ne? Ja. Gut, dann bohren wir noch ein bisschen. Genau, da. Ich kann die alle wegnehmen, ne? Ist alles im grünen Bereich. Alles easy, so. Da müssen wir den mal abkoppeln. Ich würde dann sagen, das ist eher eine Schwachstelle hier. Aber das Wasser ist halt auch was Gutes, ne? Aber also wenn die im Wasser hier rumturnen, dann wird es krass hier, weil die ja dann langsamer sich bewegen und dann noch mehr Strom abzecken. Das wird böse. Nicht zu sagen, mega böse. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Wir machen den jetzt hier hin, weil sonst wird es auch wieder komisch. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so eine Probleme macht. Ziemlich endscheiße. So. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch geil so. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, hier kommen sie auf jeden Fall nicht durchgerannt. Das ist ja das Wichtigste erstmal. So, jetzt können wir wieder ganz normal agieren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da sind wir schon fast wieder an der Ecke. Wie viel haben wir noch? 21. Oh, ich sehe schon, der Fluss zieht zu viel. Erstmal kurz abmessen. 1, 2, 3, 4. 5, 6 und der 7. Der 7. ist da. Und hier ist die Ecke. Wunderbar. Da können wir schon einen einbauen. So, hohoho. Jetzt ist die Frage, reicht das bis dahin? Bestimmt nicht, oder? Doch, reicht. Das ist aber mehr als 13, ne? Ist mir scheißegal, Hauptsache es funktioniert. So. Dann ist die Ecke abgedeckt. Nächste Runde. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Das ist der 9. Und hier wäre der 10. Alles klar. 11, 12, 13.
sie, ich hasse sie. Beim Bauen. Aber nur beim Bauen. Ansonsten ist die Wiese cool. So. Also hier wäre 13. Und wenn ich hier reinbaue... Was hier vielleicht nicht so ganz clever wäre, ne? Es sei denn, ich baue hier zu. Das habe ich drüben auch gemacht. Dann wäre er sicherer, ne? Das würde sogar gehen. Dann ist er sicher. Wie viel Beton haben wir denn noch? Ja, reichlich. Gut. Erstmal abzählen. Wenn das dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wäre jetzt nur der 9. Aber ein sicherer 9. Ja, okay, machen wir's so. Wir könnten auch hier machen. Dann wäre 9, 10, 11, 12. Dann wäre der ein bisschen länger gezogen. Was gar nicht so schlimm wäre. Oder wir entscheiden uns hier. Bumm, entschieden. So, der nächste. Habe ich den da schon reingesteckt? Nö. Durch die Wand kann ich natürlich nicht klippen, ne? Das darf gar nicht so weit weg sein. Gut, dass es noch funktioniert hat. Aber wie gesagt, es ist in der grünen Zone. Ah ne, ist gar nicht mehr in der grünen Zone. Verdammter Stein! So. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und die 13. Oh, geht's jetzt hier nach oben? Ach du Scheiße. Halt, stopp. Wir nehmen nur die 10, ne? So, mal gucken, wo die 7 hier anfängt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier fängt die 7 an. Oh, das wird gerade so irgendwie, ne? Bäh, das ist so ätzend hoch hier. Das geht nicht. Da müssen wir ein bisschen wegraspeln. Erde können wir sowieso immer gebrauchen, von daher passt es schon. Das müsste reichen. Oder? Naja, eine Schicht. Ei. So. Ist das jetzt die Ebene? Ja. Mehr so wie so ein Graben jetzt.
Echt, gibt's ein Rasenmäher? Die brauchen das nur abzudaten, dass man, dass die Wiese nicht blockiert, ne, beim Bauen. Oder beim Aufwerten und so. Das müssen sie einfach nur updaten. Das haben sie ja mit den Spaten oder mit dem Bohrer haben sie es ja auch gemacht. Ich kann ja das Gras nicht mit dem Bohrer wegbohren. Das müsste man nur updaten. Das wäre eigentlich keine große Geschichte. Aber es gibt wichtigere Dinge, weil viele Sachen kaputt sind oder verbuggt sind. Deswegen machen sie es noch nicht. Vielleicht machen sie es noch nicht. Aber ein Rasenmäher, ja, klingt cool. Also, aber eigentlich will ich lieber einen Flammenwerfer haben. Der das so wegbrennt. Da ist eine Schreierin, ich habe keine Zeit, ich muss bauen. So. Ich glaube, so ist okay. So können wir damit leben. So, da ist richtig, da ist richtig. Hier ist der Boden, der dahin muss. Gut. Besiegelt. So, dann klatschen wir gleich den hier hin. Jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, wo wir den hin klatschen. Ich würde sagen, den hier nehmen wir. Oder? Ja, nehmen wir den hier. Oder wir gehen aufs Ganze und versuchen es bis von da bis nach da. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Aber man kann es ja mal probieren. Lalalala. Naivo Man ist unterwegs. Na? Nee, das geht nicht. Das ist zu rötlich rot. Bis hier will er ihn machen. Das ist so krass. Dann nehmen wir auch den hier, würde ich sagen. Ja. Außerdem, mit dem Würfeln hier kann man ja die Wiese wegstampfen, ne? Die kommt dann auch nie wieder. Aber der Rasenmäher ist wahrscheinlich genauso programmiert, ja? Irgendwie würde ich ja den Rasenmäher auch gerne mal benutzen. Aber der sieht bestimmt total scheiße animiert aus. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach so, bei 10 waren wir. So, jetzt können wir wieder großzügig sein. 13. Machen wir hier wieder hin. Wir müssen doch sparen. Ah, hier ist wieder der Gebietssteinblock aktiv. Das ist sehr schön. Oh, ich brauche Kaffee. Achso, es gibt ein Spiel auf Steam. Das heißt die Die Young. Ist ein Survival-Spiel, aber mehr auf Action. Ohne Bauen. Man muss als Frau irgendwie mit so einer komischen, ja, keine Ahnung, Hintergrundgeschichte, ist man entführt auf eine Insel und da muss man versuchen zu entkommen, ne? Sieht ganz cool aus, das Spiel ist noch in der Early Access. Die Story soll aber erst in diesem Quartal fertig werden. Das heißt, ich spiele es erst, wenn die Story fertig ist. Runterladen tue ich es mir nachher. Kostet aktuell 14,99 €. Für Frühaufsteher hat es 9,99 € gekostet. Aber da habe ich verpennt. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier ist die 10, alles klar.
da eine Schreierin? Ja, da ist wirklich eine. Die macht mir gerade den Zaun kaputt. Aber jetzt nicht mehr. Ja, das Scharfschützengewehr ist mega geil, wenn man da erstmal ein paar Mods drin hat. Ich hoffe, ich finde das Fernglas noch mit... Ich bin heute echt nicht wach mit dem Achtfachglas. Wenn es das überhaupt gibt, gibt es das überhaupt? Das ist ja nur das Kleine, ne? Das ist das 4x4 oder so, ne? Ja, mal 4. Ich glaube, es gibt auch noch einen Achtfach-Zoom, ne? Da kann man noch ein bisschen mehr zoomen. Das ist ja jetzt hier ein Witz. So, ja, machen wir erstmal da einen hin. Jetzt kommt der teure Fluss, wo wir einen mehr machen müssen, als uns lieb ist. Weil ich muss jetzt hier unten einen hin tun, ne? Egal, ob ich, wie viel ich abgezählt habe oder nicht, das ist scheißegal. Muss nur auf der richtigen Spur sein. So, hier möchte ich einen hin tun. Nicht mit der Nagelpistole. So. Und dann klappt es auch mit dem Strom im Wasser. Bzzz. Oh, haben wir noch gar nichts angeschlossen? Moment, das natürlich nicht. Der zweite Zaun würde eigentlich ein bisschen leichter, ne? Weil man sich die als Muster nehmen kann und da braucht man nur den Abstand abdingsen. Aber ja, aber nein, aber ja. Aber der Stromzaun muss schon sein, ne? Wenn ich bedenke, dass ich noch 4 Türme gebaut habe mit Kameraüberwachung. Oh Gott. Und hier fangen wir gerade erstmal mit dem billigen Stromzaun an. Aber was soll man machen? So. Verschanzen wir mal den Fluss hier, ne? Ich würde sagen, wir stellen den hier hin. Das ist ein bisschen hoch irgendwie. Also wenn ich ihn hier hinstelle, na komm, stellen ihn da hin, graben den aber auch noch einen runter. Vielleicht sogar noch einen. Echt, es geht nicht? Was? Aber so ist es eigentlich zu hoch. Weil drüben hatte ich es eigentlich besser hingekriegt. Müsste den eigentlich... hier hin tun. Und nicht da. Abnehmen können wir den ja lockerli. Aber den Betonblock, der bleibt für immer. Naja, ist eigentlich auch nicht scheißegal. Dann ist er ja so ein bisschen besser geschützt, ne? Ja, so muss es sein. Genau. Hier muss der dann einen runter. Noch. Problem ist jetzt gerade das Wasser, ne? Das macht mir gerade das Leben schwer. Ah, ich hab's. So, jetzt ist der Fluss auch verschanzt, ne? Den habe ich richtig misshandelt. Der funktioniert nicht mehr in seiner Ursprungsform. Hier haben wir jetzt Löcher reingezeckt. Oh ne, er regeneriert sich aber ein bisschen. Ja, ich hoffe, die kriegen das mit dem Wasser noch irgendwie gebacken. Das müssen die wahrscheinlich vollkommen verändern. Ist halt in einem Spiel, wo man alles umbauen kann, schon ein bisschen schwieriger mit Wasser, ne? Nicht so wie in einem festen Programm, wo das Wasser immer da bleibt, wo es ist. Als Verteidigung. Sage ich das jetzt mal so. So, 2, 3, 4. Und hier ist der 5. Alles klar. Sechs. Irgendwie ist es hier breiter, oder?
Ah ne, der ist nur näher, ne? Sagen wir einfach mal, der ist näher. Aber es wirkt schon sehr breit. Habe ich hier falsch ausgemessen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee. Alles gut. So, was hatte ich gesagt? Das ist 5. 2, 3, 4, ja, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem. Lassen wir ihn bei 10. Was ist hier noch Schönes drin? So, müssen wir wieder die goldene Mitte finden. Beziehungsweise wir brauchen eigentlich nur... Nicht da. Hier. So. Wenn wir da einen hin tun, wo Wiese ist. Passt schon. Wir schon drüber? Ja. So. Hier muss der hin. Nicht da, nicht dort, sondern hier. Ja. Und dann sind wir schon rum. Wie geil ist das denn? Und es hat sogar gereicht. Ich bin begeistert. Die Flammenwerferfalle gibt es ja schon im Menü. Zum Rausziehen geht bloß noch nicht. 8x8 gibt's auch, hm? Ach so, eine Flammenwerferfalle. Ich dachte, ein Flammenwerfer. Oh man. So, ich muss mal kurz zählen, wie weit das hier ist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, okay, das geht. Muss nur gucken. Ja, das müsste auch gehen. Nein! Achso, ich habe ja noch Benzin. Okay, alles gut. Na, Benzin müssen wir auch besorgen, irgendwie. Das sieht nicht gut aus. Unsere Benzinvorräte. Wo war denn nochmal in Navscan die Ölfabrik? Die war... Wo war die denn nochmal? Die war in der Wüstenstadt, oder? Ist da unten die Ölfabrik? Ich würde die gern ausplündern. Wo die Hochhäuser und so sind, ne? War da eine Ölfabrik? Oder wo war die woanders? Wo war denn nochmal die Ölfabrik hier in Nerskane? So. Also folgendes. Ich brauche gar nicht mehr zählen. Der letzte muss hier drin sein. Weil hier schließt sich der Kreis, ne? Hier ist auch geschützt. Und die Frage ist jetzt, reicht es jetzt von da nach da? Dann wäre es geil, aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben weit, ne? Das ist bestimmt schon mega rot, das Kabel, ja. Gut, das heißt, wir machen hier noch einen hin oder so. Ja. Ich würde sogar sagen, hier. Einen von den beiden. Vielleicht auch hier an der Ecke, ich weiß es nicht. Was ist ein bisschen kurz. Nein, ich entscheide mich für den hier. Und wir haben noch 8 geile Teile übrig. Ich bin begeistert. Können wir ja gleich noch einen Zaun bauen. Nein, Spaß. Kein Bock. Obwohl zwei Zäune eigentlich besser sind, ne? Zwei Zäune sind eigentlich besser, aber ich müsste erstmal die Zäune herstellen. Die Teile wieder. So, der Kreislauf hat ein Ende. Ist jetzt die Frage, baue ich das provisorisch zu? Dann ignoriert der Zombie das vielleicht ein bisschen mehr, ne? So, und das Wichtigste, wir müssen den Strom natürlich auch noch anmachen, damit es schön bzzz macht. Yeah. Also solange, ich glaube, ich will doch noch einen Schalter haben. Aber erstmal hat er sich ein lecker Taco verdient. So, und noch einen Schluck von dem Tee hier. Und jetzt können wir den Ding einfach anschalten, ne? Und wenn jetzt jemand kommt, dann hören wir das. So, ja, ein Schalter wäre schon geil. Schalter wäre schon geil.
Wie viele Pflanzen haben wir denn gesammelt? 8 Stück. Acht Pflanzen werden eingekocht. So. Muss man das Gemüse hier noch wegmachen? Ich weiß nicht, woher ich das Plastik habe, aber schon seinen Sinn ergeben, warum ich das habe. Steine haben wir sogar 100 gesammelt. Ich bin begeistert. Weg damit. So, Beton kann auch weg. Das ist erstmal alles, was wir haben, ne? Player TV, hallo! Hallo. So. Es wird auch Zeit für eine neue Kiste, würde ich sagen. Die Elektrokiste. Brauchen wir aber noch ein paar Nägel. Das war's schon. So, Erdenprobleme haben wir jetzt auch nicht mehr. Das hat schon Sinn gemacht mit der Ecke, ne? Wie gesagt, das brauchen wir ja. So. Was wir noch brauchen, ist eine Kiste. Und zwar eine Elektrokiste. Rezepte. Kiste. Da ist sie. Da machen wir dich natürlich... Natürlich nicht nur noch Elektro rein, sondern... Oh Gott, wo mache ich die denn überhaupt hin? Hier? Wenn die hier aufbrechen und das die Kiste kaputt machen, ist halt scheiße, ne? Es ist ein bisschen zugemüllt hier schon. Oder man macht sie an die Wand. Oder dahin. Oder hierhin. Oder dahin. Der Raum wird langsam zu eng hier, ne? Ich mach's jetzt einfach dahin. So. Flup, 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 flup. Da können wir auch Baukram reintun. Oh nee, jetzt ist sie wieder verbuggt. Oh, ich hasse das. Das nervt noch ein bisschen in der stabilen. Hab jetzt auch The Forest. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zu The Forest. Das haben 8 Leute programmiert. Und ich finde, die haben es echt gut hingekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit den Dingern wollte. Ich schmeiß die jetzt erstmal weg. Und... ich würde gerne meine Knarren wieder haben. Ja, ist ein bisschen blöd, dass die Nagelpistole jetzt hier verpackt ist, ne? Das nervt so krass. Vielleicht geht's auch gleich wieder weg. Ich weiß es nicht. Was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Wollte ich überhaupt irgendwas machen? Es ist erst 12.37 Uhr, man könnte auch noch zum Händler fahren, theoretisch, ne? Irgendwas müssen wir auf jeden Fall machen. Achso, ich wollte noch was trinken, genau. Haben wir jetzt das Trinken gekocht? Ja, ne? So, was gibt's denn Leckeres jetzt hier zu fressen? Haben wir nicht... Ah, wir haben unser Superzeug hier, ne? Geil. Olles Maisbrot haben wir auch noch. Macht das Sinn, wenn ich eins esse? Nagelpistole ist immer noch verbuggt. So... Natürlich nehme ich niemals so viel mit. Das wäre Wahnsinn. Ich glaube, da reichen echt nur 2 Suppen, ne? Das gibt alles, ne? Diese Suppe ist mega cool. Die sieht auch sehr lecker aus. Wie Kartoffelsuppe halt. Na gut.
würde gerne die AK hier reinlegen. Spiel. Ach, verdammt. Da muss ich echt nochmal laden, ne? Damit ich diese Scheiße rauskriege. Das ist ja kein Problem, warte mal. Das dauert ja nur eine Sekunde. Weil das nervt ganz schön, wenn man sein Zeugs nicht da reinmachen kann. Das ist halt der kleine Bug. Mein Bug, dein Bug. Der Bug ist verbuggt. Achso, einen Schalter wollte ich noch machen, ne? Ja, dann weg mit der Nagelpistole. So. Ein Schalter. Da brauchen wir bestimmt das hier. Das hier. Brauchen wir noch irgendwas? Gucken wir mal. Oh, kann ich keinen Schalter bauen? Doch. Da steht noch Switch. Achso, ein mechanisches. Für den Knopf oder was? Sekunden. Na, mal packen wir erstmal den Scheiß weg. Nagelpistole. Achso, Nagelpistole können wir jetzt auch hier reinschmeißen. Ne? Bald können wir auch selber eine herstellen. Dann können wir dieses lausige, verpackte Ding hier wegtun. So, dann muss ich mal gucken. Da mache ich jetzt auch Beton rein. Pflasterstein. Ja, das auch. Das hier, das hier, das hier, das hier. Was noch? Was ist das hier eigentlich? Ach, so eine Batteriebank. Okay. Hier ist noch ein Tool. Das kann da auf jeden Fall alles rein. Was geht da los da rein? Gar nichts geht da rein. So. Die Elektro sind da drin, so. Das hier, was ist das? Heuballen. Wow. Ich weiß gar nicht, Steine sind jetzt hier eigentlich sinnlos, ne? Naja, okay, sagen wir mal, Steine sind für Beton da. Oder für Pflastersteine. Hier sind Pflastersteine, mach mal die dreckigen Heuballen weg. So, dann haben wir noch das Holz. Fackel hat noch keinen großen Sinn. Hier ist die Nagelpistole und hier sind die Elektro-Tools. Das könnte dann entweder Pflasterstein werden oder Beton. Je nachdem. Gucken wir mal. Achso, die hier habe ich noch vergessen. Diese dreckige Heuballen. Aber ja, Heuballen brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Wir können fast überall runterspringen. Gut, meine Werkzeugkiste. Da werden wahrscheinlich noch viele Sachen reinkommen. Aber ja, aber nein, aber ja. So, jetzt muss ich mal überlegen. Der Switch. So, den machen wir natürlich gleich da drüber. Warum kompliziert machen, wenn es auch leicht geht? Das Problem ist nur, ich habe schon wieder vergessen, wie das funktioniert. So, dann brauchen wir natürlich... der so ein Teil, ne? So, machen wir das Ding erstmal aus. Und ich bin der Meinung, weiß gar nicht, ich glaube, ich muss den hier kappen, ne? Oder? Also vom Dings zum Hebel und vom Hebel zu den Dingern, ne? Ja, genau. Und den kappen wir ja dann ab. So einfach ist das. Aber ich muss immer mal dreimal überlegen, bevor ich das überhaupt mache, ne? So. Jetzt mache ich das Ding an. Und der Hebel ist noch auf aus. So, jetzt machen wir einen kleinen Selbstversuch nochmal. Fließt Strom? Ja, nein, vielleicht... Nein, gut. Das ist gut. Dann machen wir den Strom an.
Vielleicht könnten wir auch ein kleines Testopfer herbeiholen, tun, der vielleicht mal durch den Stromzaun gehen kann. Wäre cool, wenn dann noch so einfach ab und zu mal Funken sprühen würden. Einfach, dass man weiß, dass es wirklich an ist, ne? Ich muss mich jetzt böse selbst testen. Oh nein, es geht nicht. Oh, wie ich das hasse mit dem Strom. Das ist so ätzend. Oder reicht die Wattleistung nicht? Wir haben den Stromzaun ja sowieso noch nicht ausprobiert, ne? Wir haben einfach das Ding angeschmissen. Irgendwas stimmt nicht. Scheiße. Irgendwas stimmt nicht. Weil er zieht keinen Watt. Oh Gott, ey. Wie war denn das doch mal? Von der Stromquelle zum Schalter? Und vielleicht müssen wir es doch so machen. Vielleicht war es schon richtig eingestellt. Ich weiß es nicht. So an ist es auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob der Strom fließt. Nö. Nichts. Muss man jetzt an irgendwas Neues denken? Aber immer diese... Ach nee, der ist gar nicht angeschlossen. Hä? Mit was habe ich das denn jetzt angeschlossen? Doch, habe ich angeschlossen. Gut, dann machen wir den kurz nochmal weg. Ich muss... Dieser Schalter ist aber jedes Mal dasselbe Problem, ne? So. Muss erstmal sehen, ob der Watt zieht. Der zieht kein Watt. Das funktioniert einfach nicht. Der Strom funktioniert nicht. Angeschlossen ist er aber. Das Kabel zieht. Hier zieht er auch. Hier ist er auch angeschlossen. Sehr merkwürdig. Haben die was beim Strom geändert? Mein Bug, dein Bug, ja? Kennst du die Werbung noch? Daran erinnert mich das, weil jeder muss diesen Scheiß-Bug mit sich rumschleppen, ne? Jeder hat den gleichen Bug. Aber warum funktioniert der Scheiß-Strom nicht? Fuck it. Ich habe 200 Watt. Es steht auch nicht dran, wie viel es verbraucht, ne? Da kann ich auch, da brauche ich auch keinen Schalter ranbauen, wenn es nicht funktioniert. So eine Scheiße. So, jetzt haben wir 0 Watt. So, ich nehme das hier wieder weg. Aber wenn der Strom nicht funktioniert, dann ist die stabile für den Arsch, ne? Aber... Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber hier vorne müsste der Strom auf jeden Fall fließen in dem Zaun, ne? So, nochmal. Bitte versuchen Sie es nochmal. Vielleicht ist es auch einfach nur Pech. So. Motoren rein. Oder die Wattleistung reicht nicht. Aber das eigentlich 4 Motoren reichen, glaube ich, für so eine Umrundung. Überlege gerade, ob ich mal
einfach hier was aufstelle. Vielleicht reicht ja die Wattzahl doch nicht. Vielleicht muss ich noch einen Motor mehr holen. Ist ja hier in meiner Zone, ne? So. Das schließen wir jetzt einfach mal an. Braucht 5 Watt. Es braucht 5 Watt, ne? Es ist niemals 200. Nein? So, das ist jetzt der billigste Test ever. Und einschalten. Steht da jetzt irgendwas dran, ne? Maxi. 10 Power, ja. Hier funktioniert's. Hier funktioniert's. Leckt mich doch am Arsch. Also da brauche ich auch nicht durchgehen. Das funktioniert garantiert. Naja, ich gehe doch nicht durch. Ja, es geht. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Gut, dann weg mit dem Ding. Weg mit dem Ding. Wie reparieren? Ach, leck mich doch. Wie ist denn der kaputt gegangen? So. Dann ist die einzigst logische Lösung bei der Sache, dass das zu viel Watt ist. Also ich brauche noch einen Motor, heißt das. Da steht nämlich 0. Und das müsste eigentlich 100 was weiß ich stehen. Ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen Strom holen. Also Dingensen. Machen wir uns auf den Weg. Das bringt ja alles nichts. So eine Scheiße. Die nächste Schreierin geht mir auf den Sack. Denk nach, denk nach. Wir brauchen Benzin noch. Wo haben wir den Scheiß Benzin? Hier. Jetzt bin ich ein bisschen genervt. So, gehen wir los. Ist da noch Benzin drin? Wunderbar. Gut, ich würde sagen, ich muss irgendwas töten. Gehen wir zu diesem Händler hier und holen uns noch mehr Motoren, ne? Wenn da 0 steht, das kann... Ich dachte erst, das wäre ein Bug, aber es sind doch nur die Motoren. Aber es wäre cool, wenn da einfach mal eine rote Minuszahl stehen würde oder sowas. Dass man Bescheid weiß, dass das fehlt, ne? Aber ja, aber nein, aber ist egal. Gut. Auf zum Handler. Und dann nehmen wir noch eine kleine Killer-Mission an. Und klauen in der Zwischenzeit auch noch Autos. Ich hoffe, ich habe meine Ranch bei, aber eigentlich habe ich die immer bei, ne? Ja, alles gut. Ich gehe jetzt bewusst zu dem anderen Händler, weil der andere ist echt schon total ausgelutscht. Und hier sind übrigens ziemlich viele Ressourcensteine. Ah, guck mal, da ist schon das erste Auto. Also ich kann ja nur noch 2 Motoren reinmachen, ne? Das heißt, nach 2 Motoren ist es egal. Oh, dankeschön. Munition. Immer gern genommen. Ist schon einer drinne? Wunderbar. Unsere Probleme wurden erhört. Oh, da schläft noch ein kleiner Zombie. Den werde ich mal kurz in den Kopf schießen. Einfach nur aus Frust. Yeah, das tut doch gut. Was habe ich denn da? Was ist das für ein komischer Buff? Shelm showered. 9 Minuten. Showered. In case your photos and... What?
Egal, wir haben einen Motor. Holen wir den nächsten. Hat hier noch irgendwo ein Auto? Ich weiß gar nicht. Hier ist, glaube ich, gar nichts mehr. Es ist eigentlich ein Wunder, dass da überhaupt ein Auto noch stand. Vielleicht in der Garage hier? Oder auf dem Hof? Nee. Naja, ich mache jetzt noch eine Frustmission hier. Scheiß Strom hat so scheiß lange gedauert. Ich hoffe, ich habe den Motor nicht in der Basis angelassen. Vielleicht hat er auch ja einen Motor, dann könnten wir auch einkaufen, was natürlich fast... You're not bringing counterfeit money in here, are you? Wäre schon Geldverschwendung, aber ja, aber nein, aber ja, egal. Guck mal kurz, was der für geilen Shit hat. Kaufe ich. Ein Grip. Haben wir den schon? Ein Grip? Ich glaube ja, ne? Ja, das Grip ist hier dran, ne? Könnte man aber auch noch für die MP benutzen, ne? Oder fürs Schrotgewehr vielleicht? Ach komm, wir kaufen noch einen. Oh, noch mehr Munition. Her damit. Grober Schrot. Wie viel kostet der? $36? Das ist ja wie geschenkt. So, hat er jetzt noch mehr Munition? Munition ist immer sehr gerne gekauft. Nee, das war's. Okay, cool. Ein bisschen Tierfell kaufen. Wow, die nimmt er auch. Krass. Okay. Wie viel ist das hier jetzt schon wert? 60. Naja, das ist nicht so toll. 3. Wow. Cha-ching! Thanks, buddy. Was ist denn ein Job? Tier 2. Das ist hier seine krasseste Mission, glaube ich. Clear Zombie Stufe 4. Hier ist noch eine Zweier-Mission. Hier ist noch eine Einer-Mission. Hey, Jerk, you need some work or what? Da brauchen wir eine Schaufel. You got some brass balls coming in here and turning me down. Ich nehme mal dieses Fetch einfach. I've got just the job. Word of advice. Next time. Before you come to a job interview. Einen Motor brauchen wir noch, ansonsten ist die Sache super. Halt, stopp, was ist das? Eine Kiste? Haben wir da irgendwas Geiles reingetan? Lass mal den Müll überfahren. So. Ohlala! Ohlala! Geilo! Nehme ich! Knochen! Papier! Blei! Oh mein Gott. Das lassen wir noch drinne. Können wir eigentlich gleich verkaufen. Was wollte ich nochmal verkaufen? Das Geld, ne? So, wollte ich noch irgendwas verkaufen? Nein. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Beat it, beat it, beat it, beat it. Beat it, motherfucker. Yeah. Bam. So. Dann gehen wir mal. Die will auch noch einen Kopfschuss. Kein Problem. Dann gehen wir mal diese Mission clearen. Die ist auch nicht so weit weg. Und wir brauchen dann halt noch ein Auto, ne? Also mindestens eine Batterie will ich da noch reinmachen. Batterie sage ich schon, Motor. Weil es passen ja nur 6 rein. Aber ich hätte gedacht, dass 4 reichen. Aber ich glaube, man braucht 250 oder 300 oder keine Ahnung, wie viel das wird. Da ist noch ein Auto. Das könnte unser Motor sein. Oh, guckt euch mal den da oben an auf dem Berg an. Ja.
Dupdi-dup-du. Tot. Wow, fuck! Drecksvogel. So, Blei, ja, nehme ich. Was ist in der Kiste? Munition, dankeschön. Da waren wir hier noch nie. Habe ich einen Motor gekriegt? Ja, ich habe wirklich einen gekriegt. Cool, dann machen wir noch schnell die Mission und dann können wir eigentlich wieder zurückzecken zur Basis. Ernsthaft jetzt? Naja, nehmen wir mit. So, was ist das für ein krasses Haus hier eigentlich? Waren wir hier schon mal irgendwann drinne? Sieht irgendwie nicht so lootbar aus, aber egal. Gehen wir erstmal zur Mission. Scheiß drauf. Das ging ja leichter, als ich gedacht habe, ne? Jetzt haben wir schon zwei Motoren. All unsere Probleme sind gelöst. Oh, Knochen. Knochen müssen wir auch immer mitnehmen, ne? Weil Kleber und so. Allein für Reparaturkits brauche ich schon voll viele Kleber. Halt, stopp. Wo müssen wir lang? Wir sind natürlich genau falsch abgebogen. Wir müssen hier abbiegen. Und erst beim nächsten Mal abbiegen, meine ich. Bam! Es fehlt noch dieses Geräusch, dieses Aufklatschen. Oder Aufspießen. Oh, ich dachte, das Überfahren, das zieht irgendwie keine... Böser Hund. Ganz böse. So, wir müssen mal irgendwie was wegstecken hier, ne? So viel Scheiß in der Tasche. Oh mein, haben wir das Fleischermesser dabei? Ja. Bisschen Fleisch und Knochen, vielen Dank, Köder. Auf zum Mischen. Ich guck mal, hier ist auch noch ein Auto. Das haben wir nicht mal gelootet. Ein Stück Fleisch, lecker. Ich frag, ich... Na, nee, wir brauchen jetzt... Wir haben es ja. Wir gehen jetzt erstmal in diese Farm rein, würde ich sagen. Und metzeln. Oder müssen wir ins Haus rein? Mal gucken. Eine Battery. Uah. So, ich werfe erstmal alles ab. Das brauchen wir jetzt nicht. Nein, nicht den Molly. Nicht den Molly. Den brauchen wir vielleicht noch. Oh, 1000 Sprit, das ist schön. So, dann sind wir soweit, würde ich sagen. Nehme ich noch, benutze ich noch den Bogen? Na komm. Die guten alten Zeiten mit dem Bogen, ne? So, da ist das Fragezeichen. Wenn ich jetzt ganz clever bin, schnappe ich mir die Früchte, oder? Und die wachsen dann blitzartig nach. Halt die Frage, ob der Mais auch nochmal nachwächst. Obwohl eigentlich Mais... Ich meine, Mais brauchen wir, aber... Naja, hier ist auch nicht so sonderlich viel irgendwie, ne? Oder vielleicht habe ich hier auch schon mal abgezeckt. Hm.
Okay, ja, schon durch. Ja, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Gehen wir zum Fragezeichen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Boom. Da-da-da-da. Wie aus Zauberhand sind sie wieder da. Dann grapschen wir uns die doch mal. Bei Wildwuchs kriege ich auch immer nur einen, ne? Nur aus meiner eigenen Ernte kriege ich mehr. Also war das jetzt schon das Beste, was ich machen konnte. Achso, ich muss ja verteidigen, ne? Oh, der lebt noch. Nervöser Finger. Dann gehen wir mal da rein. Ja, komm, wir nehmen noch den Bogen mit. Das Gebäude hatten wir schon mal, ne? Was kommt da raus? Hilfe! Schlange! Ah! Biss dich! Tot oder was? Hallo! Oh, ich komme nicht ran, schade. Die sieht so gar nicht so aus, als ob sie überhaupt zu mir will, ne? Die läuft da einfach nur so rum. So, wir haben jede Menge Shit in der Tasche. Weg damit. Ich könnte mir das Gemüse auch in Spike tun. So, und los geht's. Also es waren mal zwei. Ich schätze mal, das war ein Kopf, aber irgendwie hat sie es überlebt. Hallo, jemand zu Hause? Das Gute ist, ich bin ja ein bisschen sportlicher, ne? Ach, guck mal, wie der Zombie jetzt zu mir will. Der kommt da hoch. Krass. Boah, hier sind voll viele Knochen, kann das sein? Oh, oh, wir haben aggressive Schlangen hier drin. So, jetzt brauche ich... Ich habe ja eine Axt bei, alles klar. Jede Menge Knochenspaß ist hier drinne. Die Heatbox von dem... Von dem Fleisch ist irgendwie mal ein bisschen schwach. Gefühlt. Ich springe hier über den Zaun und hier ist offen, ne? Es ist auch so sinnig. Ja, das nehme ich auch noch mit. Hier sind noch Schweine, die sich nicht bewegen. Na denn? Vielleicht sollte ich nachladen. Die Frage ist halt auch, ob die eigentlich angreifen sollten, ne? Ach, der Bogen, den brauchen wir nicht. Voll im Weg.
geht denn da ab, ey? Machen die da voll den Lärm, ey. Was ist denn da oben eigentlich? Hetzen wir mal durch die Gegend. Ah, hier müssen wir hoch, ne? Das Auto könnte man auch auseinandernehmen, ne? Das hat so einen leichten explosiven Gefahrenpunkt hier. Oh, Messing. Brauche ich. Was ist das? Brauchen wir nicht mehr. Ein Holz brauche ich. So, ja, gehen wir hier hoch. Kommt der hier hoch? Ja. Nein! Spring! Oh, Gott sei Dank. Okay, Schluss mit lustig. Suppe, Suppe, Suppe. Ne, erstmal Pflaster. Ach, können wir auch Heilung nehmen. Scheiß drauf. Ja, wenn die Schrotflinte nachgeladen werden muss, ist scheiße, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Der Boden sieht nicht so frisch aus hier. Also, die Scheune kenne ich irgendwie gar nicht so. Ist das die gleiche Scheune? Ich verwechsel die, glaube ich, mit irgendeiner Scheune. Aber das hier sagt mir noch irgendwas. Oh. Na, Diggerchen. Da unten ist noch einer. Die Geräusche, es ist so abartig. Na komm, gönn dir mal einen Magnum-Schuss. So, komme ich da jetzt wieder hoch? Sieht okay aus. Gut, was ist da hinten in der Ecke gewesen? Nichts, ne? Wir müssen irgendwie... Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Könnte überall sein, das Scheißzeug, ne? Mal alles nachgeladen, wunderbar. Oh, das sieht cool aus. Da ist bestimmt irgendwas versteckt, oder? Nö, ich hätte gedacht, da wäre was, ne? Aber egal. Oh, shit. Tja, nicht mit meiner Magnum. Voll durch den Helm. Boah, ist die verstrahlt. Aber hier ist ja der Strahlenschutz drinnen, ne? Das bringt die wahrscheinlich mega schnell um. Wenn man das hat. Davon sollten wir mehr bauen. Oh, ein Fässchen. Geil. Oh, noch ein Fässchen. Ja, und der andere Plunder halt, ne? Klebeband. Ja, das brauchen wir. Wehe, da ist jetzt nichts Gutes drin. Okay, ein Stahlachs ist eigentlich schon ein geiler Loot, ne? Wieso kriege ich diese Box nicht auf? Oh! Nice! Gold und Silber, das brauchen wir. Ja, warum nicht? So, aber das ist eigentlich gar nicht unser Ziel gewesen, ne? Unser Ziel ist eigentlich diese komische abgelutschte Kiste. Die soll hier irgendwo sein. Oh, nicht beim Heuballen. Hier bestimmt hier irgendwo unten. Ah, oh, ist das billig. Ich hätte es auch so gemacht. Okay, dann haben wir das auch im Sack.
Haben sie die einfach hier drin versteckt, ne? Ich wusste das nicht, ne? Das sieht so ein bisschen so aus, als ob ich es schon gewusst hätte, aber es hat ja geleuchtet auf dem Radar, deswegen dachte ich mir schon, dass es hier drin ist. Und irgendwo quietscht doch ein Schweinchen. Ja, Schwein, ich hör dich. Wo bist du denn? Schweinchen! Wir müssen diese Knöpfe mitnehmen, ne? Kommen wir echt nicht drum rum. Ich krieg nur einen Knochen. Die Axt ist irgendwie besser, kann es sein? Schweinchen, wo bist du? Kommt das Schwein überhaupt da durch? Das ist nur Deko, oder? Schweinchen? Vielleicht ist es auch ein Wildschweinchen. Ja, es ist ein Wildschweinchen. Oh, das ist nur ausgebüxt. Jetzt mach doch einfach. So. So, jetzt sind wir wieder richtig gut vollgestopft, ne? Ich würde gerne noch die Mission abgeben, bevor es zu spät ist. Das wäre echt cool. Wenn er dann mal laufen würde. Ja, wir könnten vielleicht auch den Packesel jetzt leveln. Aber ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr Punkte. Und Level 10 wahrscheinlich, ja? Boah, Level 10, ey, leck mich. Leck mich am Arsch, das ist doch viel zu viel. Das Auto können wir noch nicht bauen. Da brauchen wir auch Intelligenz. Höher. 4 Punkte braucht es. Boah. Könnten wir aber schon bauen oder machen oder was? Ja, ich brauche nur die Fertigkeitspunkte dafür, ne? Gut, dann sparen wir das. Dann spare ich mir die 2 Punkte auf. Ich will nur noch eine Sache gucken. Da müssen wir erst Level 5 sein. Das könnten wir auch machen. Ah, das tut so weh. Machen wir das erst. Dann brauchen wir einen lausigen Punkt. Und dann brauchen wir 4 Punkte plus 5. Oh Mann. Das ist echt teuer. Wir sind Level 81. Ja, das könnte gerade sich machen. Gut. Packen wir erstmal die netten Sachen weg. Den brauche ich eigentlich nicht. Den können wir zerlegen. Erde, 12 Stück ist auch Platzverschwendung. Können wir hier noch irgendwas verkaufen? Nicht direkt wirklich. Auf zum Händler! Und dann ist ja schon wieder fast Nacht, ne? So ein Mist. Ich überlege gerade, ob ich noch ein paar Ressourcensteine sammle. Das wäre weise. Dann haben wir auch noch genug Platz. Ist der eigentlich jetzt schon maximal belastet? Ne, da könnte noch was rein, ne? Die Uhrzeit gucken, ne? Weil der Händler macht zeitig das Feierabend. Ja, aber dann können wir, wenn wir ein bisschen Schießpulver wieder haben, können wir noch mehr Munition machen. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen was verballert. Passt schon.
Brandium gibt es echt viele Rohstoffe, ne? Das ist nämlich voll davon. Einziges Problem ist, dass hier auch Geier rumschwirren, die einen nerven. Na komm, fahren wir noch ein bisschen vor. Macht er 22 Uhr zu? Ja, ne? Der macht 22 Uhr zu. Können wir noch locker flockig ein paar Steine abzecken. Ich bin froh, dass ich diese Stahlspitzhacke habe. Aber es ist echt ein langer Weg, ne? Also... Und obwohl eigentlich ist es recht gleich geblieben, ne? Ich weiß es nicht. Die haben halt nur den Skillbaum ein bisschen verändert, dass er übersichtlicher ist. Aber mit Tag 30, ja, kann man schon soweit sein. Ich bin sogar der Meinung, vielleicht geht es sogar ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ab Tag 30 hat man so gut wie alles schon, ne? So, ja, das kommt so hin. Wir sind ja jetzt schon Tag 27. Morgen kommt die Horde, das wird lustig. Morgen habe ich zufälligerweise frei. Das wird lustig. Vielleicht mache ich es auch heute Abend, aber ich muss erst mal sehen. Wäre eigentlich geil, abends mal wieder eine Zombie-Session zu machen, aber da ist ja noch der Tag zwischen, ne? Ja, mal gucken. Ja, Zombie, ich weiß, du willst einen Kopfschuss. Oh, das hat nicht gereicht. Ja, wenn man nicht mit dem Bogen rumschießen will, dann muss man halt ein bisschen mehr Schießpulver sammeln, ne? Das ist so. Ich gehe mal lieber zu so einer Stelle, wo viele Ressourcensteine sind, dann dauert es nicht so lange. So, die mache ich jetzt noch und dann gehe ich zum Händler, würde ich sagen. Oh, jetzt backt das Backrum wieder. Mein Back, dein Back. Der Back ist verbackt. Aber ja, aber nein. Wir brennen schon wieder. Juhu. Heißt das dann eigentlich, dass ich das auch hier reinmachen könnte? Was fast sinnlos wäre? Ja komm, ess doch mal ein Süppchen, dann geht's dir gleich wieder viel besser. Und trink doch nochmal ein Schlückchen. Die Dose kannst du auch zerlegen, scheiß doch drauf. Ich glaube, ich habe mein ganzes Eisen mit mir rumführen, ne? Dumme ist, man kann Sachen nicht so gleich auf Maximum skillen, weil man ja auch erstmal die Attribute haben muss, ne? Höhere Intelligenz oder was weiß ich. Bei Mazalut hätte man auch schon ziemlich hoch machen können, ne? Damit man mehr Rohstoffe kriegt. Nochmal ganz kurz gucken.
Ja, es ist den letzten kriege ich niemals voll. Da muss ich 10 sein, ne? Und Stärke 10 ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich haben will. Das ist mehr so für den Nahkampf, ne? Das ist halt so sinnig. Das macht man eigentlich nur, damit man besser abbauen kann. So, ich hoffe, wir sind nicht zu voll gestopft. Nee, da ist noch Platz. Hier ist die Kiste. Well, you've proved me wrong. Now take your reward and get the hell out of here. Ich weiß gar nicht, ob ich das Bier jetzt schon gelesen hatte. Hatte ich das schon gelesen? Ich bin mir nicht so sicher. Er bietet es mir auf jeden Fall, aber 5 Verbandskisten, Tag 28. Ach komm, nehmen wir die Verbandskisten. So. Willst du eine Spitzhacke kaufen? Voll geil. Willst du das hier kaufen? Voll geil. Willst du das kaufen? Geil, 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 geil. Her damit. Den hier noch? Geil. So, Tag 28 hat er auch wieder neuen Loot. Das heißt, ich habe ihm jetzt schon den geilen Shit abgekauft. Was sehr gut ist. Gucken wir nochmal sicherheitshalber, was er hier hat. Schießpulver hat er hier noch. Wir kaufen ihn auf. Wenn er was Gutes hat natürlich, ne? Nö, no refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Beat it, yo. Hauen wir ab. Zurück zur Basis. Aber schnell, 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 schnell. Naja, noch 2 Ressourcenscheine werden ja nicht wehtun, ne? Die gehen noch. Wir haben richtig gut viel. Aber ich habe ja auch Masalut schon auf 4, ne? Das darf man nicht vergessen. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Es sind genug Ressourcensteine für alle da. Ist das auch ein Ressourcenstein? Was ist das denn für ein abgefuckter Stein? Hab ich den mal irgendwann vergessen? Ja. Ressourcenstein. Ich bin jetzt gierig. Bock auf 200 Schießpulver. Das ist ja gleich getan. So. Ein Stein vielleicht noch. Oder wir kloppen so einen Baum. Hier. Die perfekte Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwas Geiles ist, weil hier so eine Dreiecksding ist. Dass man hier irgendwas Geiles abzecken kann. Das kann man nur mit dem Spaten herausfinden, ne? Will ich natürlich jetzt nicht machen, aber... Ja, hier gibt's Kohle. Sehr interessant, sehr interessant, sehr interessant. Gut, das sollten wir vielleicht markieren. Hier Kohle gibt, weil ich werde die Ressourcensteine jetzt wegklauen, ne? Eigentlich müsste man noch so ein Schild mitnehmen. Drauf steht Kohle. Ich hoffe, ich merke mir das so. Den Baum hier könnten wir noch mitnehmen. Das ging jetzt sehr schnell. Bisschen schneller, als mir lieb ist. Ich wollte noch mal ein bisschen extra Kohle abkohlen. Na, wir brauchen... Da, der Baum hier, der bringt's. Wir haben zwar keinen Holzmangel, aber Holz kann nie schaden. Kohle noch haben. So, 200 Schießpulver bauen, wunderbar, hauen wir ab. Dann lasse ich die Ressourcensteine noch hier. Dann kann ich mir es besser merken. Boah, hier sind auch noch richtig viele Ressourcensteine. Geil, 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 geil. Aber die mache ich natürlich nicht mehr. Keine Zeit. Wir müssen die Motoren anschmeißen. Jetzt gibt's Stoff hier.
Ressourcenstein. Unglaublich, aber wahr. Noch ein Ressourcenstein. Oh, 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 oh. Achso, wir können ja durchs Wasser fahren, ne? Können wir mit dem Bike auch durchs Wasser fahren? Oder war das nur mit dem Auto? Na, egal. So, gucken wir mal. Was haben wir denn da noch? Alles mitnehmen? Motoren haben wir schon mal. Das ist gut. So, dann machen wir mal das rein. Das sind wir 300 Watt. Nee. Es geht immer noch nicht. Was für eine Scheiße. Wie viele Stromdinger habe ich denn, ey? Ach, das ist ja Bullshit. Das heißt, ich brauche zwei Teile, für jede Hälfte eine oder so. Ach, das ist doch einfach nur Scheiße, oder? Das heißt, an der Zugbrücke muss ich dann auch nochmal einen tun. Das ist groß. Das ist aber eigentlich gar nicht so groß. Hm. Jetzt bin ich leicht enttäuscht. Da haben sie ein bisschen... Also es war vorher großzügiger, ne? 300 Watt, weil die Motoren, die Qualität noch da war. Jetzt gibt es ja keine Qualität mehr. Dadurch gibt es nur 300 Watt. Das ist echt gar nichts, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sechs Motoren, um so einen billigen Stromzaun in Takt zu dingsen, das muss ja wohl drin sein. Wie mache ich denn das mit den Blades? Das ist ja Wahnsinn. Stoff können wir auch hier reintun. Das ist jetzt ein bisschen deprimierend, aber naja, was soll's, kann man nichts machen. Müssen wir noch mal anderweitig regeln. Aber den Stromzaun kann ich heute nicht nutzen. Da müssen wir eine andere Lösung finden. Das ist deprimierend. Mit zwei Generatoren bauen. Das, da kommen wir nicht drum rum, ne? Was braucht man dafür? Zehn und 22 und 14, alles klar. Dann bauen wir noch einen. Das heißt, wir brauchen nochmal sechs Motoren. Oh mein Gott. Das heißt, das kann ich dann morgen nochmal gedackelt machen irgendwie. In der Zombie-Nacht. Das wird lustig. Oder das ist ja dann so ein Zeitdruck, ne? Ein richtig böser Zeitdruck. Aber ja, aber nein, aber ja. Haben wir die Magnum und so alles vollgestopft schon mit Dingsen? Ja, haben wir. Haben wir auch. Haben wir auch. Hä? Oh, die ist schon wieder verpackt. Die auch. Krass. Was geht denn hier ab, ey? Oh, dieser Mod, ey. Der geht mir so auf den Nerv. Dieser Feuermod. Nehmen wir den. Stehen wir den Bogen. So. Aber wir brennen jetzt immer noch lichterloh, ne? Ist so geil. Ja, das heißt, ich muss 50-50 machen, ne? Jede Zugbrückenhälfte kriegt eine Hälfte. Das bedeutet nichts weiter als, dass ich hier unterhalb der Brücke dann hier auch noch einen hinstellen muss und der geht dann auch nur bis hier.
Und das ist dann die andere Hälfte. Dann machen wir aus dem einen Raum einen Generator-Raum. Das ist ja voll scheiße. Ich hoffe, das reicht überhaupt, ne? Nicht, dass das Spiel sagt, oder der Computer sagt dann nein, weil das dann auch noch zu breit ist. Der Fluss hat ziemlich viele Stromdinger gezogen, ne? Sabrina, hey! Auf den letzten Drücker. Hallo und tschüss sozusagen. Ich muss jetzt arbeiten. Morgen ist erst Mittwoch und da habe ich Fry. Ja. Geil. Wir brauchen noch mehr Motoren. Das ist ja echt ätzend, ey. Den muss ich jetzt reparieren, damit ich daran komme, ne? Wie viel ich davon brauche. Ich brauche auf jeden Fall das und das. Wie war nochmal reparieren? So. Den nehmen wir wieder mit. Ja, dann mache ich da auch noch einen Stromgenerator hier rein, irgendwo in die Ecke oder so. Das muss ich mir dann mal genau überlegen, wie ich das mache. Das ist ärgerlich, ey. 6 Motoren können meinen scheiß Stromzaun nicht in Gang bringen. Kassen schon zum dritten Mal ausgefallen. Oh mein Gott, was ist da los? Ist doch aber gut für dich, dann kannst du dich noch ein bisschen mehr drücken. Ist doch auch nicht schlecht. Ja. Ja, ich werde jetzt auch gleich an die Kasse springen. Naja, nicht gleich, aber ich muss mich jetzt erstmal fertig machen. Oh Mann, es ist so ärgerlich. Der Stromzaun ist nicht mehr so geil wie vorher, ne? Man braucht viel zu viel Strom. So einen lausigen Dings. Und ich glaube, wir müssen auch mehr von den Dingern bauen, ne? Moment. Wie war das nochmal? Das hier und das hier und das hier? Oh, ich habe keinen Plan. Gucken wir mal. Habe ich die falschen gebaut vielleicht? Das könnte sein. Ich habe die mit der Eieruhr gebaut. Oh nein. Wie viel können wir bauen? 9 Stück, ja, per. Vielleicht habe ich auch hier den Zeittimer vergessen einzustellen. Vielleicht ist der auf aus oder so. Mal kurz gucken. Scheiße. Der startet nur von einer bestimmten Zeit, ne? Kann man das auch ausschalten? Oh nein. Nimm mal wieder mit. Vielleicht liegt es auch daran. Weil... Aber ja, aber nein. Kann schon sein, oder? Dann müssen wir die mal schneller setzen. Das mache ich jetzt noch die letzten Minuten. Ah, da muss ich wieder so hetzen. Was soll's. Man lebt nur einmal, ne? So. Die Teile hier. Ah, ich habe die falschen gebaut. Oh mein Gott. Also die müssen ja auch funktionieren, aber wenn da alles Zeitschaltuhren sind, dann wird der Strom niemals da durchfließen. Die sind bestimmt geil, aber ich hasse sie. So. Den müssen wir auch wegnehmen. Und alles in der Nacht, ey. Aber den kann ich nicht wegnehmen, ne? Oh, es wird immer bescheuerter. Gebietsschutzstein sagt nein. Och. Leck mich doch. Kann ich den nicht... Ah, doch, jetzt. Ja, wenigstens noch ein bisschen was rauskriegen. Vielleicht geht's ja jetzt auch. Dann wäre es echt krass. Also krass bis dämlich. Ist auch keinem aufgefallen, ne? Habe jetzt auch wieder einen neuen VR-Leiter. Die wechseln wie andere ihre Unterhosen. Ja, das ist so, ne? Bei uns ist das auch so in unserem Laden. Das ist schon die vierte. So. Mal sehen, ob es daran lag. Man kann es ja mal ausprobieren, ne? Ich habe keine Erfahrung mit diesen Zeitschaltdingern.
Und bis ich die irgendwann mal benutze, ist das Spiel schon fertig. Ha, der war gut, oder? So, Strom ist angeschlossen. Probieren wir mal anzumachen. Ach, hier war auch noch diverses Zeugs drin, ne? Oh, ich kann ja nicht mal alles mitnehmen. Arr. Vielleicht geht der Stromzaun jetzt. Aber nur vielleicht. So, was haben wir denn da? Fett, weg damit. Fleisch, weg damit. Dosen, Knochen, etc. Weg damit. Oh, wir haben jetzt richtig gut wieder Knochen. Geil. Papier kann hier noch rein. Dann nehmen wir unsere neue geile Elektrokiste. Da machen wir jetzt das rein. Und die Batterie kann da auch rein. Ich finde auch Benzin könnte hier rein. Machen wir hier aber nein. Aber wohl, nee. Benzin machen wir hier rein. So. Das muss ich noch verachten. Groben Schrot hier noch wegtun. Ja, die Sortierung machen wir auf jeden Fall noch hier weg, weil sonst muss ich das nachher machen, ne? Da habe ich echt keinen Bock, wenn ich neu starte, also wenn ich neu weitermache. Ich hole mal ganz kurz den ganzen Kram, damit das Motorrad da weg ist. Gut. Ich traue dem Spiel nicht, ne? Morgen ist das Motorrad auf einmal weg, wenn ich lade, und dann ist das Geheule groß. Ein Jahr und das ist schon der dritte. Wow, das ist schon arg schnell viel. Ja, das ist krass. Ein paar Nägel. Hier sind noch Batterien, die könnten wir auch umtopfen. Eine Battery Bank könnten wir auch noch mal umtopfen. Machen wir einfach hier rein. Ich klatsche jetzt einfach unsortiert irgendwie da rein. Glas muss noch weg. Das brauchen wir vielleicht noch. Das können wir einschmelzen. Das auch. Das passt schon gar nicht mehr da rein. Also gleich hier rein. Mann, ist das ein Chaos hier. Tausende von Sachen, die ich mit rumschleppe, ne? Das ist so abartig irgendwie. So, so viel brauche ich auch nicht. Nein. Ja, wenn es schnell gehen soll. Machen wir mal hier rein. Auch ein bisschen Holz. So. Medizin habe ich noch in Massen. Können wir mal hier hin tun? Nee, Quatsch. Da. So, einen können wir noch zecken. Ein bisschen Tabletten reduzieren. So. Dann haben wir es, glaube ich. Ich schmeiße jetzt nochmal den Strom an. Und spring in die Falle. Mal sehen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Oh mein Gott. Es lag wirklich nur daran. Wegen den scheiß Zeitschaltdingern. Oh, es ist kotze endärgerlich. Gut, dann haben wir das Problem noch in der Folge gelöst. Ja, da muss man natürlich drauf achten, ne? Oh Mann, ey. Das ist ja mehr als ärgerlich. Jetzt habe ich das Ding umsonst gebaut. Naja, nicht umsonst, aber für die Zukunft. Gut, der Strom funktioniert. Das mit dem Switch mache ich dann nächstes Mal, weil ich glaube, wenn ich das jetzt mache, kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Ich muss mich jetzt fertig machen zur Arbeit. Definitiv. Das sind die wichtigsten Sachen für Strom momentan. Also lassen wir die mal hier. Puh, das war anstrengend. Der hat so genuschelt, hab anstelle seines Namens frohes Neues verstanden und sagte noch Danke Ihnen auch. Das klingt so nach dem Motto, ach, leck mich doch am Arsch. So.
Ich bin Peter. Danke, Ihnen auch. Ja, okay. Dann sage ich mal Tschüss. Und ja, morgen geht's wieder weiter. Tut mir leid, Sabrina. Ich muss jetzt Tschüss sagen. Muss mich fertig zum Arbeit machen, ne? Verdammte Arbeit. Verdammt. Naja, aber morgen habe ich frei. Das ist ganz cool. Gut, bis denn dann. Na?